bedeuten bessere Rüstung, besser alles und bla bla. Aber nein, wieso denn? Leck mich. Gut, dann... was mache ich jetzt? Ich gehe zu Vatras und dann gehe ich wohl erstmal schlafen. Ratzepü machen, genau. Und zu Kavalorn, denn ich habe ja seine Hütte gesehen und deine Hütte ist noch vor den Schuss. Ja, Kavalorn, kannst du hingehen. Oh, oder auch nicht, ey. Leck mich doch, was ist denn hier los? Irgendwann muss das hier so kommen. Hey, du! Ist das wirklich wahr? Du wirst jetzt in der Stadt bleiben? Einer von uns muss ja hier sein, wenn Vatras die Stadt verlässt. Eins wollte ich dir noch sagen. Das war wirklich eine wahre Heldentat, die du in Jakenda vollbracht hast. Leider bin ich mit meinen Aufgaben hier in Korinis noch nicht am Ende. Schon. Aber ich bin sicher, dass du auch diese meistern wirst. Bewahrer. Wir werden sehen. Genau. Wo ist Vatras? Hey, du. Ach ne, bei dem war ich schon, ne? Ich trage so ein beklemmendes Gefühl in mir. Du siehst auch nicht gesund aus. Du bist dem schwarzen Blick der Suchenden zu lange ausgesetzt gewesen. Ich kann dir nur dein Fleisch heilen. Doch deine Seele kann dir nur das Kloster reinigen. Gut, hier, nimm ein paar Spruchrollen als Belohnung. Hey! Moment. So, danke. Speichern. Und was hat er mir für Spruchrollen gegeben? Feuerball, glaube ich, war das. Obwohl, das ist gar nicht mal so schlecht. Moment. So. Hafenstadt Xardasburg, Korinis. Pass in Korinis. So, das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. So. Mal weiterschauen. Wie viel bitte. Okay. Ja, wie viel bitte. Genau. Ich werde erstmal schlafen gehen. Gerade mal so entschieden. Aber, oh Gott, was mache ich hier für einen Scheiß? Okay, ich gehe doch da lang. Ja, ich werde erstmal schlafen gehen und dann mal schauen. Ja, ach, hier hängen die ganzen Kanta? Der ist doch im Knast. Hey, du. Sieh an, da bist du ja wieder. Warum sitzt du nicht im Knast? Ich bin freigelassen worden. Wie ich es dir schon sagte, ich bin ein einflussreicher Mann in der Stadt. Jetzt hat sich bei den Händlern herumgesprochen, dass du ein Sträfling bist. Eine dumme Sache. Du wirst hier am Marktplatz nicht mal mehr ein Brot kriegen. Ich könnte das allerdings wieder hinbiegen für 500 Goldstücke. Spasti. Ach Mann, ich brauche aber mindestens zu... Ach, leck mich, du Arschloch. Bist du gekommen? Ne, bitte. Spaten, ne, Wichser, Hurensohn. Na, Entschuldigung, ich hör schon auf. Ich muss weiter. Ja, das regt mich gerade ernsthaft aus, ey. So ein Penner, der soll einfach nur in den Knast, ey. Wo ist jetzt Sarah abgeblieben? Och. Manu, ich hab lieber meine Waffen von Sarah gekauft. Anstatt von diesem Spaten. Naja. Ach ja, ich wollte erstmal schlafen. Ich habe einige der verschwundenen Leute retten können. Ich hatte mich schon gefragt, wo du dich die ganze Zeit rumgetrieben hast. Du bist Angehöriger der Miliz. Du hattest keinen Befehl zu so einer Aktion. Aber... Wie viele Leute hast du gefunden? Alle, die noch am Leben waren. Alle? Ich bin stolz auf dich. Ich bin froh, dich bei uns aufgenommen zu haben. Hier ist dein Sold. Das war eine große Tat. Na, Mann... Ich will Kanta wieder anschwärzen, verdammt. Ich mag den nicht. Ich mag den absolut nicht. So, hinlegen, schlafen. Was? Ist denn jetzt kaputt? Was zur Hölle? Albträume verwehren die Erholung. Hallo? Jetzt geht's aber los, der Gruselfaktor. Ich hab's euch gesagt, Leute, ich hab's euch gesagt, der Gruselfaktor fängt an. Ja. Obwohl, das hat nichts mit gruselig zu tun, aber
der, oh mein Gott, ist das bescheuert Faktor. Sagen wir dann mal so. Hey, du. Ja. Das darfst du keinem erzählen. Was hat er denn so? Trank der Geschwindigkeit. Will ich haben. Soll ich mich denn noch alles kümmern? Ja, will ich auch haben. Ah, kann ich mir nicht leisten. Schön. Was darfst du können? Was haben wir denn hier? Wolf rufen oder. Er redet einfach zu viel. Er sollte lieber den Mund halten. Ja, nicht wundern. Ich bin gerade so. Das weiß doch inzwischen. Ich versuche gerade so ein bisschen mich vorzubereiten. Das habe ich schon immer gesagt. Denn das wird nicht leicht. Wenn ich es nicht mit eigenen Augen gesehen hätte. Was habe ich hier noch so zu verkaufen eventuell? Ach, erzähl mir nicht. Obwohl, ich habe letztens alles verkauft, glaube ich. Ne? Der erzählt gar nichts mehr. Die Axt kann ich noch verkaufen. Worum soll ich mich denn noch Schwert. Kümmern? Schwerer Ast. Ja, und habe ich hier noch irgendwas Neues? Das ist ja schrecklich. Irgendwo der Krieger? Nein. Na gut. Wirklich? Dann weiter. Ich glaube, es ist Zeit, dass ich mir bald wieder Gold irgendwie zusammenkratze irgendwo. Wer sagt denn sowas? Oh, es ist ein Arsch. Zack, such dir. Ich will den nicht. Runen macht. Das ist ja interessant. Rabenschnabel. Der erzähle ich gar nichts mehr. Ach, Kacke. Soll ich mich denn Ich mag den nicht. Ich muss weiter. Von mir aus. Ja, leck mich. So, Moment. Jetzt möchte ich mal eben was ausprobieren. Und zwar hier links irgendwo soll es etwas. Ist da ein Suchender? Habe ich das gerade richtig gesehen? Ja, ich habe es richtig gesehen. Und ich habe keine Erholung bekommen. Das bedeutet. Oh, leck mich. Leck mich mal dick, ey. Das ist ein Scheiß! Meine Fresse, ist das doch echt ein Scheiß, oder? Jetzt habe ich keinen Mana, weil ich nicht richtig schlafen konnte, ja? Jetzt verrecke. Verrecke. Oh, du Scheiße. Das zieht überhaupt nichts ab. Leck mich! Verreck! Alter. Verrecke! Ja, die geben geil Erfahrung, aber ansonsten... Achso, halt, genau, andere Taste. So, aber ansonsten bringen die auch nichts. Die sind scheiße schwer zu besiegen. So, mal schauen, hier irgendwo müsste eigentlich etwas sehr Interessantes für mich rumliegen. Und zwar, ja, finde ich es nicht. Doch, es müsste eigentlich hier in der Nähe sein. Oder habe ich mir das schon geholt? Zur Erklärung, ich suche gerade Drachenwurzel. Also das eine Ding da, was wir brauchen, um Dings herzustellen, den Stärketrank. Da müsste es eigentlich hier irgendwo noch eine Pflanze von geben. Wenn ich das nicht doch irgendwie irgendwo schon mal aufgesammelt habe. Aber anscheinend habe ich das ernsthaft schon aufgesammelt. Aber das wird mich wundern. Nein, habe ich nicht. Hier links war ich so gut wie noch nie. Was ist das da hinten? Ach, das sind nur Ratten. Ich dachte gerade schon. Hier vielleicht irgendwo an dem Baum. Wir haben das ja meistens an irgendwelchen Baumstümpfen gefunden. Deswegen gucke ich mal eben hier rum. Ne, nix. Was haben wir hier? Ein rostiger Axt. Cool. Und ein Pfeil. Auch cool. Bringt uns so nix. Ja, jetzt bin ich etwas überfragt. Okay. Das bedeutet wohl, dass wir das hier nicht finden. Richtig? Richtig. Das ist aber scheiße. Richtig? Richtig. Gut, dann kümmern wir uns jetzt mal eben um die Banditen in Jacks Leuchtturm, wenn wir denn nicht immer noch zu schwach sind dafür. Ja, ihr habt richtig gehört. Obwohl ich persönlich glaube, dass wir immer noch zu schwach sind. Speichern. Und auf geht's! Aber ich gehe mir Feuerball voraus, da es bestimmt irgendwo auf dem Weg Suchende geben wird. Ja, nicht ihr Riesenratten. So. Und ist hier irgendwo ein Suchender? Noch nicht. Noch nicht heißt nicht. Scavenger. Och komm, das willst du doch gar nicht. Och komm. Bla. Danke. Okay, versuchen wir das Ganze nochmal mit den Halunken.
Oh, Scheiße. Wie viele sind das? Okay. Ich bin hier, falls ihr mich sucht. Okay, die wollen nicht kommen. Dann muss ich sie wohl zwingen zu kommen. Wie mache ich das am besten? Am besten mit sowas hier. Das war's für dich, Penner. Okay. Bisschen schief gelaufen. Verdammt. Okay, versuchen wir das gleiche nochmal, aber diesmal ein bisschen anders. Und zwar. Scheiße. Verwahre ich mir die Feuerbälle?